Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Ich bin's wieder, euer Doom. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Fußballmanager 2012. Karrieremodus, aktueller Verein FC Augsburg. Und ja, wir müssen hier wieder ein wenig mit unseren komischen Leuten rumspielen, mit unseren Mitarbeitern. Ja, wir holen uns erstmal noch vernünftige Scouts. Die haben wir dringend nötig. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Scouts... Nee, haben wir nicht, okay. Hat die Scouts schon eingestellt? Natürlich nicht. So, dann stellen wir jetzt erstmal kurz die Scouts ein. So, der erste, der beobachtet immer unseren nächsten Gegner, damit wir ein paar Informationen haben über den Gegnern. Und ja, ist ja auch ganz gut. So, der nächste, der scoutet einfach mal Deutschland durch, würde ich sagen, nach ein paar guten Spielern. Da findet man ja öfter mal einen. Ja, ich würde mal sagen, das passt so. So, der nächste, wo schicke ich den denn mal hin? England. Gucken wir mal, nur realistisch, den lasse ich erstmal nur kurz scouten, dass wir da mal ein bisschen Überblick haben, was wir da vielleicht so noch holen können. Und dann schicken wir jetzt mal ganz spontan nach Italien oder Spanien. Machen wir erst Italien, danach Spanien. Ach ja, so. Haben wir erstmal unsere Scouts eingestellt. Ich weiß nicht, kaufen wir auch noch den Scoutomat. Ich meine, kostet echt eine Menge, also für uns. Also, und dann auch noch Update pro Woche. Wie viel haben wir denn? Sonstiges. Lass mich kurz überlegen. Ah, erstmal nicht. Oder doch? Ach, Quatsch. Ach, hier, Scouts ohne immer Blickfeld. Also, Scouts ohne Aufgabe immer Blickfeld. Scouten lassen, das mal eigentlich immer, so dass mal ein bisschen ab to date bleibt. Und ich muss mir ja kurz mal das Gelabere für mich ein bisschen leiser machen, sonst lenkt mich das ein wenig zu sehr ab. So, gucken wir nochmal, was wir auf dem Transfermarkt so billiges ergattern vielleicht noch. Vielleicht haben wir ja noch ein paar nicht ganz so teure, vielleicht ein Schnäppchen für eine Million, wer weiß, man findet ja immer ein bisschen was. Aber scheint jetzt keiner da zu sein, der mich jetzt aus dem Hocker reißt. Aber hier sind schon ein paar gute dabei. Ailton, der AOPL, spielt ja eine Bombensaison da. Er trifft und trifft und trifft. Aktuell, natürlich, in real life. Und ja. So, Kaderplanung haben wir ganz weit. Linksverteidiger holen wir uns gerade noch ran. Oh Mann, ey, da sind immer noch so viele. Okay, wir haben auch nicht wirklich weitergemacht. Keiner, der gerade ist. Denn wir verhandeln natürlich. Ja, den guten Markus, Suttner, den hatte ich auch noch auf der Rechnung. Weiß nicht, vielleicht hätte man das vorher mal vergleichen sollen. Wäre natürlich auch noch ein bisschen billiger. Könnte auch noch Innenverteidiger spielen. Ja, das war vielleicht ein Fehler. Und er hat auf jeden Fall mehr, hat noch ein wenig mehr Erfahrung. Okay, könnte aber auch ein bisschen teurer werden. Denn Vincent wurde uns ja angeboten, der andere ja nicht. Aber was wir noch gucken, was wir noch machen können, realistische, mit Auslandsangebot, das mache ich auch immer sehr gerne. Da findet man dann mal ein paar gute Jungs, wo ich denke, Hut ab, natürlich wie nicht. Haben wir was falsch gemacht? Hä? Sind das eigentlich immer mehr? Okay, das ist jetzt ein wenig merkwürdig. Okay, haben doch nicht so viele mit Auslandsangebot. Wainbridge. Aber bevor wir uns den hier holen, meine Fresse, kostet viel zu viel. Ich meine, das wäre schon eine Granate, Wainbridge.
Und zwar ist Delef. Ah, naja, keiner, den man. Kein, den man wirklich gebrauchen kann. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter. Und schauen, was wir noch so machen können. Wir haben auch noch das Spiel gegen Hallischer FC. FC? FC? Mal gucken, was wir da so reißen. Oh, neun Tor. Marcel. Den guten Marcel als Torwarttrainer. Ein Torwarttrainer ist auch immer sehr wichtig, finde ich. Ja, Contento wird an Bayern ausgeliehen. Ja, da waren wir ein wenig zu langsam. Die Idee hatte ich ja im letzten Part auch schon. Mensch, wir könnten doch den Diego Contento ausleihen. Aber Köln war, ist uns da ein wenig zuvor gekommen und hat den schon vorher ausgeliehen. Oh, 3 Punkte gestiegen. Mensch. Ist ja doch nicht so. Ich habe das Gefühl, was soll ich gucken? Ach ja, vielleicht können wir hier noch irgendwen ausleihen. Irgendwie ein tolles Mark Hornschuh. Ah, nee, das ist jetzt. Reiß mich nicht von Hocker. Gucken wir mal kurz. Gulde. Ah. Feig. Nee, nee. Klisch. Shiplock. Aber nee. Nee, da ist jetzt auch keiner dabei, der mich großartig von Hocker reißt. Den Bjarne Tölke, den finde ich noch ganz gut, aber sonst, naja. Eher nicht. Heftiger Schusswechsel in Toulouse. Die Polizei hat Eher den nicht, eher nicht. mutmaßlichen Serienattentäter erschossen. Beschluss der So, Innenminister. die wollen das, wollen ein besseres Angebot. Haben aber eigentlich noch, sind eigentlich noch relativ, ja, verhandlungsbereit. Sind noch hoch und unter Grundlage für weitere Verhandlungen. Ich würde mal sagen, da machen wir einfach gar nichts. Da sagen wir hier, ihr habt uns den Spieler angeboten. Ihr wollt den loswerden. Wir müssen das Geld blechen. Bleiben wir erstmal auf unserem Geld. Bleiben wir auf unseren 300.000, die wir denen geboten haben. Ist ja auch schon eine Menge Geld für uns. Oh, neue Sponsorenangebote. Wichtig, wichtig, wichtig. Der selbsternannte Gotteskämpfer, der Oh, hier guck einer an. FIFA U20 Weltmeisterschaft Kolumbien 2011. Die Deutschen haben anscheinend nicht so gut abgeschnitten. Ah, hier, ne, sind rausgeflogen gegen die Russen, die bis ins Finale gekommen sind. Kolumbien ist hier irgendwo der Gastgeber mit bei. Ne. Gucken wir uns mal kurz die Siegermannschaft an, würde ich mal kurz sagen. U20. Es dürfte dann die U21 sein. Oha. Dazu sagte der Okay, hier sind auch schon ein paar Kaliber dabei, wo ich sage, ja, Hut ab. Ja, doch. Aber wieso sind unsere Deutschen denn ausgeschieden? Ich meine, guckt euch mal das hier an. Luis Holtby, Bernd Leno, Lasogga, Gündogan, Ter Stegen, Hermann, Lapa und wie sie alle heißen. Und dann scheidet man da gegen Russland aus. Die entlassenen Beschäftigten der insolventen Das Drogeriekette ist Schlecker für können nach mich wie vor auf eine Auffanggesellschaft schwer hoffen. zu Sicher verstehen. fühlen können sie sich aber noch nicht, Auch stark, denn er die ist an Vertreter nicht der verfügbar. 16 Achso, ja, nicht Bundesländer verfügbar konnten ausgeliehen, ja. heute in Okay, Berlin noch den, nicht auf mit einen dem Club endgültigen spiele ich gerade nicht. Finanzierungsplan für einen KfW-Kredit Hm. über rund 70 Naja, Millionen Euro okay, so entnehmen. viel dazu. Das muss Innenminister man ja auch und mal wissen. Oh, Länder die haben Türken eine wichtige Hürde in belegen, Richtung belegen Platz 3. Und da sagen wir es Zivilverfahren. doch. Nehmen sie dann doch noch Sollen an. V-Leute in der Könnt ihr euch sehr gut umgebenden vorstellen, könntet ihr euch auch rechtsextremen vorstellen, Partei zu abgeschaltet sein. uns zu Das wechseln. beschlossen die Mit seiner Innenministerinnen in Qualität Berlin gibt es natürlich und jetzt bessere zurück Chancen auf dem zu Herrn Markt. Niedersachsen Naja, Dr. Nico Klemm. dazu sage ich jetzt mal nichts. Er möchte mindestens einen Dreijahresvertrag Die und eine Koalition eines Regierung hat die Kürzung der Solarförderung Aufstiegsklausel für den intensiv Abstiegsfall verteidigt. haben. Die Ja, den Fraktion kann er der von mir aus Linken hat zu Ostern bekommen. eine dringliche Anfrage gestellt. Bei Genauso wie SPD und Abstieg. Linke werfen die Grünen der Bundesregierung Ja, es vor, passt schon. Arbeitsplätze zu gefährden. Okay, Wirtschaftsminister Jörg Bode war was machen wir FDP denn mal? sagte, vielfach wird es Wir künftig machen günstiger Optionen für sein, Spieler um ein Energie Jahr. selbst zu Uiuiui, der verbrauchen. verdient Der aber hier. Preisverfall bei Aufbauprämie, ich glaube, solaren sagt mein Anlagen lässt lieber die Freund. Förderung spürbar Wenn wir ja noch zurückgehen arm. und für den Zubau einen Nicht angemessenen, Abstieg, sollten wir auch mal ein verlässlichen bisschen Korridor runter machen, sonst festzulegen. Das gefundene wären wir hier noch Maßnahmen arm. genügen angemessen, Ligaspielbonus, um einen uiuiui. weiteren Ausbau der Der Photovoltaik beutet uns ja auszuführen. aus. Der Bund will die Zuschüsse für Mama Solarstrom um mia. 20 bis 30 Oh, hier Prozent will aber auch verringern. ordentlich Geld kassieren. Niedersachsen.
gucken, ob wir da einige Male auf jeden Fall. Sagen wir immer, spielt einige Male. Ey, der Gassidauer auch hier. 1000 Euro mehr. Also 10.000 nochmal mehr als vorher bei AS Monaco, wo er wahrscheinlich Stammspieler war, ja. Den wollen sie loswerden. Puh. Ich würde mal sagen, das erste ganz okay ist, unterbreiten wir, schlagen wir mal vor, gucken, was der gute Vincent Mauradori sagt. So, wir sind auch wieder vom Trainingslager aus Sylt zurück und wir sehen, unsere Spieler haben ordentlich was dazugelernt. Ja, stark verbessert, einige. Außer die hier, aber die sind natürlich alle verletzt. Die können natürlich auch nichts dazulernen. Bitter für Langkamp. Ah, der Halleschar FC. Da bin ich ja mal gespannt. 3000 Euro für Vincent Mauradori. AS Monaco und FC Augsburg sind sich einig zwischen den Managern, bla 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 und da 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 da. Nach zwei Verhandlungsrunden können umgehen. Was sagt denn der gute Vincent dazu? Für Vincent Mauradori wäre ein solcher Wechsel natürlich ein massiver Abstieg, würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Ich höre das zum ersten Mal. Wenn da was dran sein sollte, werde ich das zunächst einmal mit meiner Familie besprechen und werden. Wir sehen. Er blieb zurückhaltend. Naja, davon weiß er natürlich was. Er hat ja schon mit uns verhandelt, also. Aber man, in den Medien hält man sich ja ein bisschen bedeckt, bekanntlich. Aber die Medien wissen schon viel mehr als er selber anscheinend. Obwohl wir ihm schon ein Angebot unterbreitet haben. Aber na gut. Michael. Oh ja, das Spiel jetzt. Das wird auch nochmal interessant. Ich kommentiere irgendwie gerade ein bisschen schlecht. Oh, was ist denn hier los? Habe ich das Gefühl. Ah ja, genau. Neue Sponsoren. Oh, sogar zwei. Sportwiese und Telekom. Was? Was ist das denn? Wortewiese? Kenne ich gar nicht. Sagt euch das was? Also, ich kenne es nicht. Ja, ist egal, bring Geld, Geld regiert die Welt. Ab und zu. So, haben wir erstmal unterschrieben. Neuen Nebensponsor und die Telekom. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Okay, das war's. Das geht eben nicht mehr. Haben wir ja auch schon ordentlich rausgeholt. Bis bezahlt sind. Also, die haben ein bisschen bezahlen. Oh, hier, Versandhaus. Das Moment, lass mich raten. Die Hell. Amazon, ah, schade, schade, schade. Oh, die lassen nicht gerne verhandeln, aber nehmen wir natürlich mit. Wir können jeden Sponsor gebrauchen. Jeden einzelnen. Oh Mann, 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 hier muss ich aber noch eine Menge machen. So, gucken wir mal hier. Ach du Scheiße. Alles leer. Da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal nachliefern. Da geht uns nämlich gutes Geld flöten. Was sagen unsere Fans? Kader zu groß? Ja, für mich ist er auch zu kurz. Ja, Fanartikel ausgenommen. Ja, habe ich gerade gesehen. Haben wir geändert. Zu viele Spiele, zwei Geldkosten nicht leisten. Naja. Ist seine Meinung. Abwarten. So, gucken wir mal, was wir hier noch so, wen wir hier nochmal mitnehmen. Vielleicht hat ja einer eine gute Form hier von euch. Oh, hier sind Kala, der bietet sich gut an. An den guten Sanko, den würde ich auch gerne mitnehmen. Der hat auch eine gute Form. Noch einer, der so ein bisschen raus. Daniel Brink, Mann. Da müsste ich aber einen Stürmer rausnehmen. Oder hat hier einer schlecht. Jeng, wie sieht's mit dir aus? Oh, hier, du hast schon gespielt. Lassen wir dich erstmal draußen. Ah, hier bringen wir erstmal so eine bisschen frischere Elf, würde ich mal vorschlagen. Müssen ja nicht immer spielen, alle. Das kostet ja auch ordentlich Kraft. Müssen wir ja ein bisschen umstellen. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Hier, Mohamed Amsif, der darf gleich von Anfang an mal spielen, würde ich jetzt mal vorschlagen.
Daniel Bayer, ja, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben keinen ordentlichen zweiten Spielmacher. Da sollten wir vielleicht auch nochmal nachholen. Oder kann Hosogai da spielen? Nein, natürlich nicht. Bah, ja gut. Aber, ja. Brinkmann könnte da durchaus auch spielen. Kreativität, naja. Genius, ja. Notgedrungen, würde ich mal sagen. Sollten wir uns vielleicht auch mal gucken. Aber wir warten erstmal. Oh, die haben schon durchgescoutet. Ich wollte gerade sagen, warten wir erstmal auf den Scout-Bericht. Aber die haben ja schon durchgescoutet. Oh, Leonardo Bittencourt wechselt ja aktuell zum deutschen Meister Borussia Dortmund. Ist ja schon fix in der U19. Ja, das wäre tatsächlich einer, wo ich mir denke. Ja, wieso eigentlich nicht? Ja, okay, er ist natürlich 17. Ja, den würde ich mal ins Blickfeld nehmen. Mal gucken, was wir noch so gefunden haben. Sebastian Rode. Ja. Ja, nee. Also. Ja, gucken wir mal weiter. Janus Mali. Wäre natürlich einer fürs Offensive, aber deutlich zu viel. Würde ich da ein bisschen weniger ausgeben. Ken Ilso. Für den Stürmer. Nee. Krebs. Löwenkranz. Das wäre natürlich auch einer. Ein erfahrener, aber Stürmer haben wir genug. Und er würde auf jeden Fall zu viel Gehalt fressen. Steve Gyuri. Den kennt man auch aus der Bundesliga. Von Gladbach. Torten müssen wir uns nicht unterhalten. Habt ihr denn hier irgendwie zufällig einen Mittelfeldspieler für mich? Oh, was hat der denn hier? Also Flanken. Gar nicht mal so schlecht, aber er ist auch schon wieder zu alt. Aydin, Mensch, dich kennt man noch. Also, für Leute, die noch nicht geguckt haben, guckt euch mal ein Let's Play zu Pro Evolution Soccer 2011 an mit dem VfL Bochum. Da kennt man den guten Aydin. Auch von mir. Oh, was ist denn hier los? Ah, ne, kostet viel zu viel. Krempe. Koplin, ja, den kennt man auch. Max Grün. Überragend gehalten gegen im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, was ja vor, lass mich kurz überlegen, 3 Tagen war. Ne, gestern Bayern. Vor 2 Tagen, Entschuldigung. Vor 2 Tagen. Weltklasse-Spiel gemacht, wurde dann ausgewechselt und dadurch ist dann. Und dann, ja, Torwartwechsel und Rest der Geschichte kennen garantiert die meisten. Er ist echt stark, der gute Max Grün, aber wir haben Torwart. Ja, da ist wieder unser Markus Suttner und jetzt haben wir ihn fertig gescoutet und. Naja, so überragend ist er nicht. Oh, das wäre auch einer. Den hätte ich auch gerne in mein Team, aber wahrscheinlich schwer zu bekommen. Ist, glaube ich, auch aktuell. Nee, spielt ja schon länger bei Greuther Fürth. Den hätte ich auch gerne in mein Team. Aber wir haben Hosogai da hinten. Da müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Wir gucken hier schon wieder viel rum, aber was ordentliches gefunden haben wir nicht. Gucken wir hier mal im Mittelfeld. Ach, hier gucken wir mal. OM. OM. Tack. Was habt ihr denn da Schönes für mich? Ja, da haben sie nur die beiden. Ja, gut. Nicht unbedingt viel. Was haben wir geguckt? Italien. Jetzt können sie auch mal kurz Spanien. So dass wir so ein bisschen Überblick haben, was alles so möglich ist. Vielleicht sehen wir da ja den einen oder anderen guten Spieler, wo wir denken, ah, da können wir vielleicht nochmal zuschlagen. Was gibt's denn noch? Frankreich, 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 genau. Am Anfang immer so ein bisschen groß durchscouten, vielleicht so ein bisschen Überblick verschaffen. Das hilft auch auf dem Transfermarkt enorm, wenn man dann statt 7-10 hat, weil man da schon ein bisschen gescoutet hat. Und ja, hier Tölke, der hatte vorher, weiß ich nicht, jetzt haben wir 10, jetzt können wir alles sehen. Zur Laie.
Ja, ein OM. Haben wir hier zufällig auf dem Transfermarkt gerade ein Schnäppchen? Also hier haben wir ja viele, aber ein Schnäppchen sehe ich gerade nicht wirklich dabei. Oh, hier ein bisschen so Barcelona-Style. Barcelona von Ecuador wahrscheinlich. Melbourne Hernandez. Ist ja durchaus interessant. Auch gar nicht mal so schlecht, war Schusskraft, Fernschüsse, Dribbling, Technik, Kreativität, Passspiel, lange Pässe, Genius, Ballkontrolle, Vorstöße. Eckball auch gar nicht mal so schlecht. Bringt eine Menge mit, der gute Carlos Hernandez. 29, gar nicht mal so teuer. Sollten wir uns vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Was haben wir denn hier? Ah, 33, das ist schon wieder ein wenig zu alt, finde ich. 31. Uiuiuiui. Also hier sind auch schon paar gute dabei. Sousa. 32, oh, das ist harter Anschmeißen. Oh ne, kassiert mir zu viel. Was ist denn da los? 5% auf alle Mitspieler im Rückstand. Ja, solche Boni sind nie verkehrt im Team. Sollte man immer mitnehmen. Dimitrov. Ja, ich glaube, wir haben erstmal genug Costanzo. Ja, wir haben erstmal genug gesehen hier. Nicht wirklich einer, der uns von den Tisch. Oh, vielleicht hätten wir es mal so machen sollen. Ja, das macht gut. Anna Svensson. Ja, Keen. Naja. Also nicht wirklich einer, der uns hier vom Hocker reißt. Mika Ayala. Ach, egal. Machen wir erstmal weiter. Kommen wir erstmal zum Spiel. Ich mache erstmal Hintergrund die Musik aus. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Es war wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig für euch, weil ich ein bisschen viel erzähle, aber so ist das manchmal, wenn man auf die Saison vorbereitet, aber danach geht zack, 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 alles raus und ja. Ein Sieg ist heute Pflicht, geht raus und spielt ordentlichen Fußball, würde ich sagen, ja. Das ist nicht ganz so, ja, da haben sie. Ja, ich weiß nicht, ihr Sieg ist Pflicht, das klingt ein bisschen hart. Die sollen ein bisschen Spaß dran haben. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt unsere Top 11. Aber es sind natürlich Spieler, die zum erweiterten Kader gehören. Die sich auch einspielen sollen. Erster Angriff, Daniel Bayer, aber das. Schöner Ansatz. Durch das schlechte Abspiel geht alles flöten. Oh, eieieiei, da bringen sich die Guten selber in Bedrängnis. Mann, was ist denn los? Ich habe das Gefühl, ich kommentiere echt schlecht heute. Aber na gut, so einen Tag gibt's auch mal. Jetzt werden wir wieder. Ah, immer solche kleinen. Kaplani. Ah, da schlägt er noch einen Haken. Das war nicht so schlau. Hätte er vielleicht gleich abschießen sollen. Oh, jetzt eine gute Chance. Oh, eine Großchance sogar. Meine Fresse. Daniel Bayer. Flanke auf Stefan Hein. Doch Horvath kann ihn klären. Achso. Nicht einzugreifen. Jetzt wieder eine gute Chance. Bellinghausen. Aber. Genau auf den Mann. Die nächste gute Chance. Jetzt folgen hier Chancen auf Chancen. Derouek mit der Flanke auf Bellinghausen. Der kann da ganz frei unbedrängt köpfen. Und da ist das 1-0. Aus 6 Metern. Meine Fresse. Der gute Axel. So schnell geht das. Per Ecke. Wir haben auch ziemlich Druck gemacht, muss man sagen. Schwer für Halle da mitzuhalten. Unsere wunderschöne Tormusik. Ich liebe sie. Taktisch nein. Stefan Hein. Scheint wieder vorne ordentlich zu ackern.
Die nächste gute Chance. Schon wieder Standardsituation, Drehweg. Halb links, aber genau in die Manner. Mauer. Mauern. In die Manner. Hier, wärmt euch schon mal auf. Obwohl, Jens muss sich nicht aufwärmen. Gutes Spiel bisher. Wir lassen den Gegner kaum Chancen. Wir motivieren erstmal hier ein paar Spieler, dass sie noch ein bisschen spielen. Ein bisschen besser spielen. Guter Eindruck bisher. Gefällt mir gut. Kaplani könnte ein bisschen mehr vorne bringen, aber sonst. Gefällt mir unser Spiel gerade. Naja, der kommt auf jeden Fall raus. Der spielt ja hier, gehört ja zu Stammtisch. Aber hier macht er erstmal. Bediente Bellinghausen, aber der stand vorher abseits. Die nächste Großchance. Wieder Standardsituation, Diroek. Kommt hoch rein, aber kein Problem vor dem Torhüter. Halle, die spielen ganz schön harten Fußball. Schon die zweite gelbe Karte jetzt. Aber na gut, irgendwas müssen sie ja machen. Zugucken und klatschen können sie auch nicht machen. Verunglückte Kopfballabwehr landet genau bei Daniel Bayer. Der versucht zu schießen, aber trifft nur Stefan Heim. Oi. Fast der Elfmeter, haben sie nochmal Glück gehabt. Die guten Leute von Halle. Die nächste gute Chance. Daniel Bayer. Oh, der gefällt mir heute richtig gut. Schießt er 18 Meter, aber pariert. Ja, aber ich würde mal sagen, hier ist dann auch Ende. Soll sich ein wenig schon. Hat mir richtig stark gefallen. Wen haben wir denn hier? Carlson Barker. Barhose. Was machen wir denn mal? Zeig mal her, was kannst du denn? Ja doch, du bist universell einsetzbar da vorne. Dich würde ich mal fast da vorne. Was heißt fast? Dich würde ich da mal gerne sehen. Stefan Heim wühlt vorne viel, aber Zählbar ist bisher noch nicht rausgekommen. Wechseln wir auch mal aus. Obwohl, nee, lassen wir noch ein bisschen spielen. Der hat mir ganz gut Kaplani, von denen sich ein bisschen wenig. Er wird mal ausgewechselt. Arrest warte ich noch ein bisschen. Also bringen wir Bach für Bayer und Raphael für Kaplani, genau. Die anderen werden auch noch kommen. In ein paar Minuten später. Aber ich will erstmal die machen lassen. Halle wechselt auch aus. Spielen ziemlich offensiv anscheinend. Links außen, rechts außen, Stürmer. Naja, okay. Geht eigentlich. So, jetzt wechseln wir auch den Rest aus. Was machen wir denn? Wie machen wir das am besten? Karlsbrake, kannst du rechts? Wunderbar, du kannst ja überall da hinten spielen. Naja, nicht überall. Aber kannst schon einige Positionen da hinten besetzen. Das gefällt mir. Den guten Schank. Ah ne, nehmen wir mal Diroek raus. Mit seinen Standardsituationen extrem gefährlich heute. Mama mia, hatten wir Chancen. Sincala kommt raus. Nicht zu sehen. Also war nicht wirklich beteiligt. Und Stefan Hein kommt auch raus. Dafür kommt Mölders. Amsif, der spielt mal durch, habe ich gerade beschlossen. Braucht wahrscheinlich das Selbstvertrauen. Jens, der weiß wahrscheinlich so ein Spiel. Ist nur ein Freundschaftsspiel, kann man auch mal draußen bleiben. Der weiß das wahrscheinlich. Der muss ich jetzt nicht sagen. Der ist Profi genug. Und vor allem hat er die Erfahrung. So, jetzt haben wir auch alle. Gucken, vielleicht mischt der einer noch von unseren neuen auf, die wir gerade reingebracht haben. 1-0 Führung ist ja ein bisschen lasch. Wir hätten durchaus höher führen können. Uiuiui, der Torwart. Er macht sich heute keine Freunde, aber hat bisher stark gehalten. Ich glaube, jetzt hat auch Halle alles ausgewechselt, was sie haben. Ne, einen haben sie noch.
eine gute Chance, nee, eine kleine Chance. Bellinghausen. Die flankt ihr auf die Mitte von Mölders, aber viel zu spät und ungenau. Ja. Bellinghausen, der spielt heute auch ein gutes Spiel. An vielen Aktionen beteiligt gewesen. Unsere Stürmer, die haben heute nicht viel auf die Reihe bekommen. Also war nicht so gefährlich wie sonst immer, aber es scheint irgendwas zu geben. Finke mit einem Sprint aus Mittelfeld. Oberschenkel. Er kann nicht mehr weiterspielen. Oh, das ist ärgerlich. Können sie überhaupt noch wechseln? Nein, können sie nicht. Das ist bitter. Müssen jetzt auch noch zu 10 spielen. Bellinghausen. Schöne Flanke auf Mölders. Zieht aufs kurze Eck. Und ganz starke Parade von Horvath. Horvath. So, nicht Horvath. Hugusay mit der Ecke. Aber den pflückt er auch runter. Starkes Spiel von Darko Horvath. Ohne ihn hätte Halle garantiert das ein oder andere Tor mehr heute kassiert. Beendet seine Karriere. Schade eigentlich. Hoffentlich haben sie schon einen Ersatzmann. Ach, natürlich, den 25-Jährigen. Ja. Daniel Bayer hat mir auch besonders gut gefallen. Der Rest, ja. War eben Freundschaftsspiel. Hatten viele Chancen. Wie viele hatten wir? Ja, okay, Chancen 8. Hätten wir mehr draus machen müssen. Auf jeden Fall die Standardsituation von Droeck, die haben mir extrem gefallen, besonders gefallen. Und die waren richtig gefährlich. Mal sehen, vielleicht könnten wir ja auch über Standardsituationen den einen oder anderen das eine oder andere Tor erzielen in der Liga. Ein Interview. Besteht die Zukunft des Vereins aus jungen Nachwuchsspielern? Ja, das ist das Ziel. Wir müssen versuchen, jedes Jahr ein oder zwei Talente hochzubekommen. Natürlich, so zeigt man den Fans das, so fühlen sich die Fans so ein bisschen mit dem Verein verbunden. Mensch, das ist unser Kerl, den haben wir aus der Jugend geholt. Außerdem spart man da auf jeden Fall eine Menge Geld. Man muss nicht so welche Riesens, man muss nicht immer solche Stars einkaufen. Vielleicht zieht man da mal einen hoch. Kann ihn auch, ist dann erfolgreich mit ihm, kann ihn dann teuer weiterverkaufen oder er bleibt dann eben. Bringt auf jeden Fall viel, wenn man mit der Jugend gut arbeitet. Welche andere Sportarten haben Einfluss auf ihre Arbeit? Football gucke ich eigentlich nicht, außer hier Super Bowl habe ich geguckt. Handball gucke ich ab und zu. Naja, was heißt ab und zu? Ja, WM, EM oder so und hält mich eben den Laufen, was da so passiert. Sky, ja. Eishockey ist auch faszinierend und konzentriere mich nur auf Fußball. Ah, ich sag mal, ich bin generell sportbegeisterter Mensch. Bin ich wirklich? Ich gucke viel Sport. Alles Mögliche. Ist es ein Nachteil, als Trainer früher nie ein Star gewesen zu sein? Natürlich nicht. Auch wenn man sportlich erfolgreich war, muss man das als Manager das kaufmännische und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten aneignen. Das nimmt dir keiner ab. Das stimmt wohl. Das muss man echt lernen. Da hilft es auch nicht, wenn du Oliver Kahn bist und dann trotzdem kaufmännisch nichts drauf hast. Unterstelle ich ihn jetzt nicht. Aber es war eben nur so ein Beispiel. So, Scoutsbericht. Suttner hatten wir ja schon. Auslaufende Verträge. Ja, da müssen wir auch mal gucken, dass wir da irgendwelche dringend verlängern. Oh, der gute Vincent Mauratori ist zu uns doch gekommen. Anspruch für De Jong. Das ist gut. So ein bisschen Konkurrenzkampf schadet nie. Er bekommt die 14. Ja, bin ich mit einverstanden auf der Webseite. Man muss da keinen großen Aufstand machen. So ein Riesentransfer war es ja dann doch nicht. Ihre Neuverpflichtung. Mauratori kann mit der relativ bescheidenen Vorstellung auf ihrer Webseite leben. Mehr kann man einfach nicht erwarten. Ja, das sage ich ja wohl. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle, boah, der verdient mehr, als er eigentlich wert ist. Eigentlich auch nicht so schön. Gefällt mir gar nicht, aber warte, Trainingsziele, die mache ich nochmal schnell. Flanken auf, erstmal Manndeckung, mein Freund. Stimmt, das war so ein Kriterium.
was wir bei ihnen hatten. Der Rest war ja gut, es war eben nur Manndeckung, Ballkontrolle und Flanken, was ich so ein bisschen bei ihm bemängelt habe. Das muss er auf jeden Fall verbessern und er hat ja auch die Zeit, sich hier zu verbessern. Die gebe ich ihm. Ich meine, es 23, kann noch ordentlich was. Da kann noch was gemacht werden. So, gucken wir hier nochmal kurz. Verein, Budget, Mitarbeiter, nicht auf dem aktuellen Stand. Schicken wir schnell auf den Lehrgang und ich verabschiede mich von euch. Dankeschön, dass ihr zugesehen habt und war ein wahrscheinlich ein bisschen langweiliger Teil, Part, aber na gut, das kommt auch mal vor. Ich hoffe, ihr hat euch trotzdem gefallen. Ja, mir bleibt nur noch eins zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin euer Doom. Bleiben Sie sportlich und it's on!